In der Welt von One Piece war Roger einer der größten Charaktere überhaupt, hinterließ einen Wahnsinnswillen und entfachte das große Piratenzeitalter. Jedenfalls konnte er eine Sache nicht umsetzen, nämlich das Wissen über die Weltregierung nutzen, um diese auch zu stürzen. Aus der Sicht des Schicksals und auch aus dieser der Zeit ist Ruffy derjenige, der all das zu Ende bringen wird. Wieso Ruffy aus der Sicht des Schicksals der bessere Roger ist, darum geht es heute und Leute, versteht das Bessere nicht falsch. Hierbei geht es nämlich um die Vollendung der Dawn aus der Sicht des Schicksals. Und falls ihr keine weiteren One Piece Videos mehr verpassen möchtet, so lasst doch gerne ein Abo hier auf dem Kanal da. Und über einen Daumen würde ich mich natürlich auch freuen. Und nun lehnt euch zurück, los geht's. Dass sich Gold Roger und Ruffy in One Piece ähneln, das wissen wir nicht erst seit gestern, das ist schon länger so und das wird auch von Eiichiro Oda so geplant. Immerhin ist Ruffy derjenige, der den Willen von Ace geerbt hat, der wiederum den Willen von Roger geerbt hat und das Schicksal zieht hier ihren roten Faden durch die Geschichte. Im heutigen Video klären wir, wieso Ruffy aus der Sicht des Schicksals her, also wir alle müssen aus unserer Sicht wegtreten und aus der Sicht des Schicksals jetzt mal schauen, wieso Ruffy in Hinsicht dieser der bessere Roger sein sollte, was Ruffy hat, was Roger nicht hatte, welche Vorteile hier Ruffy hat, die ihm hier nun einmal entgegen Rogers Vergangenheit hier helfen, die komplette Weltregierung anhand des Wissens, was sie jetzt sammeln, auch beim One Piece etc., dieses zu nutzen, um die Weltregierung zu stürzen, denn Ruffy hat hier einige Vorteile gegenüber Roger und wir beginnen direkt mit dem ersten Punkt und das ist die grobe Vorbereitungszeit, denn Ruffy ist ein Charakter, der hat schon im Vorhinein wahnsinnig Connection gehabt, der ich meine einfach nur Shanks im Windmühlendorf. Das war ja so der große Anfang. Shanks hat ja in Ruffy dieses Feuer entfacht, Piratenkönig werden zu wollen. Ich meine, Roger war damals auf Rayleigh getroffen und sagte, ey, wollen wir die Welt ins Chaos stürzen? Und das hat er eigentlich auch ganz gut geschafft. Aber hier fehlt natürlich so diese Unterstützung der Welt schon, die er im Vorhinein hatte. Und ich denke, Roger hatte nicht einen Shanks. Roger hatte nicht einen Rayleigh. Oder Roger hatte nicht zum Beispiel die Verbündete über eine Familie, wie über Ace, Whitebeard etc. Ich denke, Roger hatte dies einfach nicht. Und das ist etwas, was hier Ruffy einen großen Vorteil verschafft, um halt sich natürlich in der neuen Welt oder generell in der Welt von One Piece ein wenig zu etablieren, um natürlich auch in Krisenzeiten, so wie wir diese jetzt in Zukunft zu erwarten haben, wie jetzt zum Beispiel der finale Krieg etc., dass Ruffy auf solche Ressourcen zurückgreifen kann. Ich meine, Ruffy ist derjenige, der das Schicksal weiterleitet, derjenige, der einen großen Willen geerbt bekommen hat, derjenige, auf den viele warten. Und ich denke, das war damals bei Roger halt einfach nicht so. Aber nun ist durch die Vorbereitung von Roger, durch die Vorbereitung von Shanks, von Dragon und Co. ist Ruffy derjenige, der hier natürlich perfekt in der Situation steht, das Ganze zu vollenden. Apropos Vorbereitung und ich persönlich muss sagen, das wird das Schicksal sehr, sehr glücklich stimmen, denn hier hat eine Vorbereitung stattgefunden und das ist ein sehr, sehr wichtiger Knackpunkt, denn es gibt die Revolutionsarmee, die es damals vermutlich auch noch gar nicht gegeben hat und diese Revolutionsarmee, die wurde laut einigen bekannten Theorien nicht nur von Dragon alleine gegründet, sondern war Roger derjenige, der Dragon hier bei dieser Gründung unterstützt hat. Und das Ganze macht auch relativ viel Sinn, allein durch die Verbindung zu Garp natürlich, aber auch einfach, dass der Umstand der One Piece Welt nichts anderes zulässt. Denn wenn ein Pirat einfach hingehen würde und die Politik stürzen würde als Pirat, das macht kaum Sinn, denn die Welt von One Piece, die muss sich ja selber im inneren Kern, muss diese sich ändern. Aber wenn diese One Piece Welt von einem Piraten angegriffen wird, der halt in der weiten Öffentlichkeit einfach als Krimineller gesehen wird, dann wird das Ganze oder eine Revolution nicht glücken. Das wird nicht funktionieren, weil es einfach keinen Sinn macht. Deswegen die Idee mit der Revolutionsarmee, die offiziell gegen diese Korruption der Weltregierung vorgeht, die natürlich auch mit dem Wissen, was sie hat, hier erfolgreich vorgehen kann. Deswegen begrüßt das Schicksal in One Piece diesen Schritt, dass man eine Revolutionsarmee gegründet hat. Und hier ist natürlich die große Frage, wann werden wir erfahren, wie sie wirklich gegründet wurde, denn ich bin mir ziemlich sicher, Roger hat hier auch seine Finger mit im Spiel und das ist etwas, was hier Ruffy natürlich einen dicken, dicken Vorteil verschafft. Ruffy kann die Bösen vom Hals schaffen, die Revolutionsarmee übernimmt dann das ganze System und revolutioniert die Welt. Und gäbe es diese Revolutionsarmee nicht, so wie sie damals zu Rogers Zeit nicht existiert hat, hätte man ohnehin nichts ausrichten können. Und das war ja auch einer dieser springenden Punkte, die Rayleigh hier genannt hatte. Hey, wir wussten damals alles etc., aber wir konnten nicht
nichts tun, wir konnten nichts unternehmen und das ist zur heutigen Zeit anders. Auf der anderen Seite ist natürlich das Thema der Zeitlinie ein sehr, sehr großes Thema, denn Zeit und Schicksal, diese gehen sehr nah einander einher und normalerweise ist es ja so, dass die Zeit eigentlich hier gegen jeden ist, aber die Zeit ist hier, zumindest in diesem Aspekt, den ich jetzt aufführe, hier auf Ruffys Seite, was eigentlich sehr interessant ist, nämlich geht es hier um die antiken Waffen. Gerade Shirahoshi ist hier ein sehr großes Thema, die antike Waffe Poseidon, die ja damals zu Rogers Zeit noch nicht gelebt hat und als Roger ja damals auf der Fischmenscheninsel war, hat Roger ja hier Madame Charlie gefragt, als sie noch ein Kind war, ey, wann wird Shirahoshi zum Beispiel geboren, weil sie ja die Infos durch diese Pornoglyphe bekommen haben und dann kam erst diese Info, dass Shirahoshi erst bald geboren wird, dass das noch etwas dauern wird, dass man hier noch 10 Jahre zu warten hat und das ist etwas, das hat Ruffy zum heutigen Zeitpunkt. Er hat die antike Waffe Poseidon auf seiner Seite und so wie es aussieht natürlich auch die antike Waffe Pluton, weil wir mit Franky einen jemanden haben, der diese Baupläne vermutlich im Kopf hat. Er hat diese zwar zerstört, aber Leute, wir können uns da ziemlich sicher sein, dass er diese Baupläne im Kopf hat, aber es geht ja noch weiter mit der antiken Waffe Pluton. Da gibt es ja die bekannte Theorie, dass dieses riesige Schiff, was wir bisher als Pluton kennen, einfach nur ein Nachbau von Pluton ist und dass die antike Waffe Pluton ebenfalls ein Lebewesen darstellt, eventuell Momonosuke, mit dementsprechend Sunisha. Egal, ob so ist oder so ist, Ruffy hätte in diesem Falle auch die antike Waffe Pluton auf seiner Seite. Fehlt nur noch Uranus und wir wissen ja aktuell überhaupt nichts über Uranus, aber ich denke, hier wird es ähnlich ablaufen. Ruffy wird dementsprechend in der Zukunft, wenn es wirklich darauf ankommt, in diesem finalen Krieg, wird Ruffy dementsprechend auch Uranus auf seiner Seite haben. Natürlich dürfen wir auch nicht vergessen zu erwähnen, dass die Zeit an für sich per se vom Schicksal her durch die antiken Waffen her nicht auf Rogers Seite war, natürlich auch nicht durch seine Krankheit, denn Roger hatte nicht mehr wirklich lange zu leben, um noch großartig etwas zu verändern. Nun gehen wir auch auf die Krankheit von Roger ein, ja, und diese Krankheit von Roger ist etwas, was zumindest in der Lebenszeit von Roger das größte ausmacht, das größte Problem dargestellt hat, dass Roger nun das nicht vollenden konnte, was er angefangen hat und viele denken jetzt, oh, Ruffys Lebenszeit, die ist ja auch verkürzt, aber Leute, diese Lebenszeit von Ruffy, diese wurde nur um 10 Jahre verkürzt. Ich habe da mal ein ausführliches Video zu gemacht, es sind nicht 20 Jahre, es sind nicht 30 Jahre, es sind wirklich nur 10 Jahre. Das ganze Thema, gerade auch im Deutschen, ist mit Übersetzungsfehler einherzugehen. Ich habe da ein sehr ausführliches Video zu gemacht, ich verlinke das mal in der Videobeschreibung, Leute, da müsst ihr mir mal vertrauen. Es sind wirklich nur 10 Jahre und die Krankheit von Roger, die war natürlich viel enormer. Ich meine, 10 Jahre weniger Lebenszeit in Vergleich oder in Relation mit dieser Krankheit, dass Roger jetzt nur ein paar Jahre zu leben hat, das ist natürlich enorm und hier ist natürlich die logische Konsequenz, Ruffy hat viel mehr Zeit. Und hier kommen wir mal zu einer Debatte zu sprechen, die ich persönlich sehr interessant finde und die mit Shanks zu tun hat und hier ist Ruffy in der Tat ein wenig besser als Roger. Es geht nämlich um die Worte, die Shanks gedroppt hat, nachdem er Ace und Whitebeard mit den Whitebeard-Piraten und seiner Crew beerdigt hatte. Nämlich sagte Shanks, dass er sich sehr, sehr gewünscht hätte, dass Roger auch mal weggelaufen wäre. Wir wissen, Roger ist genau wie Ruffy ein ziemlicher Dickkopf gewesen und wir wissen auch von Roger, dass er seine Crew über alles verteidigt hat und dass er seine Crew, selbst wenn irgendein Random aus irgendeinem Dorf irgendwie schlecht über seine Crew gesprochen hat, dass dieser das komplette Dorf auseinandergenommen hat und Roger ist ein jemand, der hier überhaupt keinen Spaß verstanden hat. So ist natürlich die Auffassung jetzt von dem, was er gelesen hat und natürlich auch die Verbindung zu Shanks und zur Krankheit von Roger, die wir nicht übersehen dürfen, denn wenn wir uns zurückerinnern, als Roger von Raftel zurückkam, lag ja Shanks weinend in den Armen von Roger, nachdem er ihn etwas gefragt hat, vermutlich ob Roger ein Heilmittel für diese Krankheit gefunden hat. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass Roger sich diese Krankheit so geholt hat, dass er in irgendeiner Situation wirklich absolut reckless mit dem Kopf durch die Wand gegangen ist, um somit eventuell auch jemanden zu retten, aber dass hier Roger ohne Überlegen etwas getan hat und sich dadurch diese Krankheit geholt hat. Und Ruffy ist ein jemand, der geht zwar auch mit dem Kopf durch die Wand, aber er ist nicht so enorm wie Roger. Und diese ganze Szenerie hat er natürlich Shanks zu verdanken, denn Shanks hat Ruffy als Kind etwas sehr, sehr fundamental Wichtiges gelehrt, dass man natürlich immer mit den Konsequenzen rechnen muss. Somit hat er Shanks seinen Arm geopfert für diese nächste Generation, für die Generation und natürlich auch die schicksalhafte Reise von Ruffy, dass Ruffy sich immer daran erinnert, dass jede Aktion auch eine Reaktion mit sich bringt und ich denke, Ruffy hat diese eine Szene natürlich so ein bisschen geprägt und ich persönlich glaube, dass Ruffy im Unterbewusstsein auch diese Szene immer im Kopf haben wird. Kommen wir zum nächsten und auch wichtigen Punkt natürlich ist, dass Ruffy hier definitiv stärker werden wird als Roger. Ich weiß, einige mögen das vielleicht nicht hören,
aber es wird in der Tat so sein. Es ist eigentlich so gut wie immer so, dass die neue Generation die alte übertrifft. Ruffy wird jetzt irgendwann stärker als Kaido werden. Ruffy wird stärker als Big Mom werden. Ruffy wird auch eines Tages stärker als Blackbeard werden. Ruffy wird eines Tages auch so stark werden, dass er Whitebeard und Roger hätte besiegen können. Ich weiß, aktuell sieht man das noch gar nicht so, aber es wird irgendwann so sein. Dieser Tag wird kommen und das ist etwas, was eventuell nochmal hier ein großer Vorteil sein wird. Ruffys unglaubliche Stärke wird hier natürlich ein sehr, sehr großer Faktor sein, ist natürlich klar, denn Ruffy wird derjenige sein, der natürlich die Welt hier ändern wird, um diese halt dementsprechend die Dawn zu bringen. Was das Ganze natürlich unterstützt, ist natürlich der Erbe des Willens von Roger. Dementsprechend vermute ich auch das Haki, was Ruffy hier von Roger erben wird, um dieses natürlich zu verstärken, um dieses weiterzuentwickeln, um stärkere Stufen zu erreichen etc. Und das ist natürlich etwas, was hier sehr, sehr gut mit Ruffy einhergeht und ich persönlich finde, dies greift auch ineinander, ist relativ logisch und zu guter Letzt dürfen wir natürlich auch nicht die komplette Allianz von Ruffy vergessen, ja die Verbündeten von Ruffy, die er natürlich jetzt hier im Laufe der Zeit aufgebaut hat, die hier natürlich ein enormer Vorteil da bieten. Und Leute, diese Themen in diesem Video, diese einzelnen Punkte, diesen Punkte, die muss man mal ansprechen, weil diese Punkte ausschlaggebend dafür werden, dass Ruffy in Zukunft erfolgreich sein wird, dass Ruffy die Weltregierung mithilfe seiner Verbündeten, mithilfe seiner Freunde, mithilfe auch des Schicksals, mit der Hilfe der Vorbereitungen, die Roger und Co. getroffen haben, dass Ruffy das damit hinbekommt. Und ich persönlich finde dieses Thema sehr interessant und ich glaube, Ruffy wird dieses Schicksal auch so in diese Richtung lenken, in die Richtung einer besseren Zukunft und wir alle sind da natürlich sehr gespannt drauf. Leute, falls euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, wäre sehr cool von euch, würde mich freuen, supportet und natürlich auch ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt, Leute. Dann wünsche ich euch noch einen spannenden Restsonntag, macht's gut, haut rein, kommt gut in die Woche, ciao und tschüss.